Jesus ist nicht in einer festlich geschmückten Kirche geboren worden. Seine Eltern, Maria und Josef, waren unterwegs, mitten im Leben und haben ihn in einem Stall geboren. Und deswegen sind wir als Pfarrei St. Christophorus in diesem Jahr mit nach draußen gegangen und haben gesagt, wir möchten den Menschen erzählen, wie Jesus heute mitten unter uns geboren werden kann. Zu erzählen auf unserem Weihnachtsweg, zu dem wir uns entschlossen haben, die Figuren aus der Krippe, die unterschiedlichen Aspekte der Geschichte. Hier mitten im Leben, mitten in Krefeld, darauf freuen wir uns. An Heiligabend von 11 bis 17 Uhr können die Menschen hier durch den Kaiserpark in Krefeld gehen, den Sternen folgen und auf dem Weg können sie an verschiedenen Stationen Maria, Josef, den Engeln und den Hirten begegnen, die sich auch alle an diesem besonderen Tag auf den Weg machen, um Jesus zu finden in der Krippe. Wir werden verschiedene Stationen gestalten, einmal in klassischer Variante und auch in sehr moderner Variante und schauen, wer sind denn die Engel von heute? Wer sind die Hirten heute, die sich auf den Weg machen, so wie wir, um der Weihnachtsbotschaft zu folgen? Auf dem Weg gibt es viel zu hören, aber man kann auch etwas machen. Wer sich bei den Hirten einen Strohhalm mitnimmt, der kann ihn hier in die Krippe zum Jesuskind legen. Dort beim Jesuskind gibt es dann eine Kerze für jeden. Und diese Kerze kann man mit zum Spielplatz nehmen und dort am Friedenslicht von Bethlehem entzünden, um zu sagen, ich war dabei. Wenn man möchte, kann man sich von zu Hause eine Laterne mitbringen und das Licht auch mit nach Hause nehmen.